Heute zeige ich dir eine neue Methode, wie du schnell Geld und Level bekommen kannst. Und am Ende des Videos zeige ich dir noch einen kranken Wheelspin-Trick, mit dem du bestimmte Autos wie zum Beispiel den Cesto Elemento garantiert bekommen kannst. Als erstes braucht ihr wieder das passende Auto. Ich habe hier zwei Autos rausgesucht, mit denen das am effektivsten klappt. Und zwar haben wir einmal hier wieder den Klassiker, den Cesto Elemento und einmal den Ferrari FXXK. Ich habe für beide Wagen wieder die Setups in der Beschreibung verlinkt. Aber der Hauptgrund, warum es mit diesen beiden Wagen am effektivsten ist, sind die Automeisterungen. Denn beide Wagen haben in den Automeisterungen Fähigkeiten, die ihre Kombofähigkeit erhöhen, wie zum Beispiel hier dein Auto hält durch Kombofähigkeiten eine um 20% erhöhte Fähigkeitswertung und einmal hier der Fähigkeitsmultiplikator deines Autos erhöht sich und das ist halt für die Methode extrem effektiv. Und wenn ihr noch Punkte übrig habt, würde ich euch empfehlen, auch noch die anderen Sachen zu upgraden, denn die Sachen geben euch noch andere nützliche Boosts, wie zum Beispiel einen EP-Boost, die aber jetzt für die Methode nicht ganz so wichtig sind. So, was wir jetzt als nächstes machen müssen, ist hier unter Event Lab und Veranstaltungsblaupausen. Und dann müsst ihr nach diesem Event hier suchen. Hier ist der Freigabecode und den habe ich auch wieder in der Beschreibung verlinkt. Und um den Code jetzt einzugeben, müsst ihr hier unten wieder auf Suche gehen und hier unten könnt ihr halt den Freigabecode dann eingeben. Dann müsst ihr das Event einfach starten und jetzt müsst ihr hier wieder auf Schwierigkeitsgrad und Einstellungen. Und hier müsst ihr beim Schwierigkeitsgrad unschlagbar machen, Bremsen auf Anti-Block-System aus, Lenkung auf automatisches Lenken, Traktionskontrolle auf ein, Stabilitätskontrolle auf aus, Schaltung auf Automatik und Ideallinie auf voll. So, jetzt können wir das rein starten und das Einzige, was ihr machen müsst, ist einfach Gas gedrückt halten und ihr fahrt automatisch. Und hier macht ihr jetzt ganz viele Gegenstände kaputt, dadurch kriegt ihr sehr viele Skillpunkte. Und dadurch, dass das Auto diese Automeisterung hat, kriegt man halt nochmal viel mehr Skillpunkte und könnt dann in 30 Sekunden 10 Skillpunkte machen. Ihr könnt das Ganze mit den Einstellungen natürlich auch AFK machen, aber ihr müsst natürlich alle 30 Sekunden das Rennen wieder neu starten. Deswegen finde ich, lohnt sich das nicht. Ihr könnt zum Beispiel Gas gedrückt halten, nebenbei ein Video anschauen oder ihr könnt einfach ganz normal fahren, das ist euch überlassen. Und wenn ihr das Rennen abgeschlossen habt, seht ihr hier unten links steht Neustarten, könnt einfach auf Neustarten drücken und nochmal starten. So, und um diese Skillpunkte jetzt in Super Wheelspin zu verwandeln, müsst ihr hier auf Fuhrpark gehen und dann hier unter Porsche gehen und euch hier den 2015er Porsche Cayman GTS kaufen. Ihr könnt mit Y den einfach kaufen, immer Y kaufen, könnt ihr ihn euch mehrmals kaufen. Und dann müsst ihr hier unter Upgrade und Tunings in die Automeisterungen und könnt euch dann hier einen Super Wheelspin für 11 Fähigkeitspunkte. Und wenn ihr noch 3 Fähigkeitspunkte extra bezahlen wollt, könnt ihr noch einen Wheelspin dazu nehmen. Das würde ich euch empfehlen. Und wenn ihr wollt, dass die Wheelspins sich nicht sofort aktivieren, müsst ihr das so machen, dass ihr erstmal nach Hause teleportiert und dann hier unter Upgrade und Tuning und Automeisterungen geht. Und wenn ihr das dann hier macht, werden eure Wheelspins separat gespeichert. Das ist wirklich die effektivste Methode, die ihr momentan machen könnt, weil ihr kriegt halt in 30 Sekunden 10 Skill Points und ein Super Wheelspin kostet 11 Skill Points. Das heißt, wenn wir die ganzen Wartezeiten mit einberechnen, könnt ihr ungefähr 100 Super Wheelspins in einer Stunde bekommen. So, kommen wir nun zum Super Wheelspin Trick und es gibt zwei Sachen, die ihr machen könnt. Und zwar könnt ihr einmal unter Zuhause und Charakter einpassen und ihr müsst euch jetzt so viel Klamotten und Gegenstände kaufen, wie ihr könnt. Denn dadurch, dass ihr sie hier gekauft habt, könnt ihr die nicht mehr in den Wheelspins bekommen und habt dann eine 4 Euro Chance, Credits oder Autos zu bekommen. Und der zweite Trick ist, wenn ihr Wheelspins öffnet und ihr ein Forza Edition Auto bekommt, und ihr wollt aber ein anderes Forza Edition Auto, dann dürft ihr nicht auf Weiter drücken, sondern müsst das Spiel einfach schließen. Wenn ihr am PC seid, zum Beispiel Alt F4 oder auf der Konsole, einfach schließen und das Spiel nochmal öffnen und dann kriegt ihr euren Wheelspin wieder. Und wenn ihr diesen Wheelspin dann wieder macht, werdet ihr wieder ein zufälliges Forza Edition Auto bekommen und das könnt ihr dann so lange machen, bis ihr zum Beispiel den Cesto Elemento habt. Das Ganze funktioniert auch, wenn ihr ein legendäres Auto bekommt, könnt ihr auch wieder schließen und neu starten, aber ich finde, das lohnt sich nur für Forza Edition Cars. Natürlich müsst ihr erstmal ein Forza Edition Auto bekommen, aber mit der Methode kriegt ihr ja sowieso ziemlich viele Super Wheelspins, also wird da früher oder später eh mal ein Forza Edition Auto dabei sein. Lass ein Like da, wenn es dir geholfen hat und in diesem Video zeige ich dir 10 wichtige Tipps in Forza Horizon 5.